Ah, Reapers, moin. Groß und vier, try Leute, moin Mix hier. Was geht? Junge, hast du Bock oder was? Ich hab ein gutes Gefühl heute. Was ein gutes Gefühl? Ich mach direkt das Intro und dann reden wir. Okay. Zu viel Bock. Moin Leute, Trimax hier. Wir öffnen heute wieder Hidden Fates. Scheiße. Viele haben gesagt, hör auf damit. Ich bin jetzt schon so. Ich stecke viel zu tief drin in der Scheiße. Das ist das letzte Glurak, was in meiner Sammlung fehlt. Wir haben die Regenbogen-Gluraks aus Weg des Champs zweimal. Burning Shadows. Wir haben das Neueste aus Shining Legends. Wir haben das Shiny-Glurak zweimal aus Weg des Champs. Wir haben die aus Evolution, sogar Reverse Holo. Wir haben alles. Außer das letzte Glurak in meiner Sammlung. Das Shiny-Glurak. Das Shiny-Glurak. Es kommt nicht. Ich hätte es mir kaufen können für 1000 Euro. Aber jetzt stecke ich schon mit 7000 Euro in den Boostern drin. Macht's auf gar keinen Fall zu Hause nach. Genau wie beim Regenbogen-Pikachu. Das ist krank. Das ist wirklich krank. So ein Booster mit Glurak drauf kostet 90 Euro. So eine Tinbox. Und da sind nur vier Booster drin. Das ist völlig dämlich. Das ist sehr dumm. Ich kann das machen. Ihr ermöglicht mir das. Ultra nice. Wir haben auch viele geile Specials noch in Zukunft geplant. Falls euch das Ganze gefällt und ihr wollt die heftigsten Openings nicht verpassen, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Ihr müsst auch mal ein bisschen mehr belieben. Wünsche mir mal ein bisschen mehr Glück, okay? Danke auch an Ravecards, die haben das wieder rumgeschickt, weil die genau wussten, ich habe es nicht gezogen. Oh, da sehen wir es hier schon. Der erste Booster heute. So muss das Ding aussehen. So ein Shiny-Ding brauchen wir. Ey, apropos, Shiny Glurak. Moin! Glückwunsch! Da bist Danke, du genau Alter. der Richtige heute hier. Ey, das ist ein Zeichen. Also, Leute, Reapers möchte alle Pokémon in Shiny haben und er hat jetzt. Er hat. Du Schwätzer, Alter, lauf doch keinen Scheiß. So, er wollte nicht alle, aber er wollte Shiny Glurak haben und hat über 24 Stunden im Stream den Shiny Glumanda gejagt. Und nach wie vielen Stunden hast du es bekommen? 25,5. Nach 25,5 Stunden hat er das Glumanda bekommen, hochtrainiert und hat jetzt in. Spielst du Schwert oder Schild? Schild. Schild das Shiny Glurak in seinem Team. Und das ist heute ein gutes Omen. Jetzt ist es so, dass ein. Das ist ein gutes Omen hier heute. Die Promokarte Glurak, dann direkt Glutexo. Ja, Du hast klar. auch ein Shiny? Geil. Geil. Feier ich. Ich habe heute ein sehr gutes Gefühl, dass es kommt. Oh, Digga, das ist ein Boah, das war. Omen! Reverse Holo Glutexo. Und ein Weezing. Ein so ein Booster, Leute, kostet 22,50 €. Das ist so krank. Finger weg davon. Damit die Preise sinken, damit ich mehr einkaufen kann. Aber auch so. Mann, da kommt auf den Jetzt hat es wieder ein bisschen Kraft, geht. Aber die Quali ist halt sehr weit unten jetzt. Blaine's Last Stand. Pinsir GX. Wie viele Booster werden heute geöffnet? Habe ich das gleich gezeigt im Intro? Ja, zwei Cases. Sichlor, immer cool. Oh, ich bin so froh, wenn ich es hab, ne? Ich will es einfach wirklich haben. Da geht's auch. Oh, Pikachu, geil. Mal auf und. Spannung solltest du eher aufbauen auf der vorletzten Karte, nicht auf der letzten. Ich will es einfach, dass es da ist. Ist mir scheißegal, wie ich es ziehe oder alles oder Okay. wie meine Reaction ist. Ich will es einfach nur haben. Okay, alright. Ich will es einfach in meiner Sammlung haben und gut ist. Weißt du was? Du hast es auch verdient. Ich gönn's dir, wenn es kommt. Ja, logisch, ich mir auch. Ja, das ist natürlich wieder falsch, aber. Oh, cool. Fugardier. Aber wer 7.000 € in Packs investiert, der sollte auch mal langsam einen Glurak ziehen. Weißt du, was ich Ja, meine? das ist. Leute, ihr seht jetzt hier nur meine Pech-Story. Oh, ihr kriegt das Regenbogen-Pikachu nicht. Und oh, er kriegt das Shiny-Glurak nicht. Aber zum Beispiel, dass ich. Guck mal, das war meine allererste Regenbogen aus Burning Shadows. Das ist genauso selten. Die Karte hat Mickey nicht. Und Mickey wird diese Karte auch nicht haben. Und die Karte kam auch relativ flott zu Beginn. Und diese Karte, die kommt eigentlich nur alle 350 Booster und diese Karte ja 150 Booster. Ich hab die halt. Ich hab echt sehr viel. Ich hab immer wieder unfassbar viel Glück gehabt. Aber jetzt. Man kann nicht immer Glück haben. Nach einer Glückssträhne kommt auch mal eine Pechsträhne. Das ist ja ganz normal. Wenn man so viel aufmacht wie ich, safe. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele aus Farbenschock, wie viele Amazing Rares ich hab. Junge, das ist ein Stapel, der ist so hoch wie mein Ellbogen. Okay, komm Nice. schon. Oh, geil, Alter. Das ist eine geile Karte, Mann. Oh, Lucario ich hab immer Shiny. den. Der ist geil. Ich habe nur die Vorentwicklung leider. Ihn habe ich nicht. Ganz entspannt. Heute ist ein guter Tag. Und das Glurak auch. Heute ist richtig. Das wird das letzte Hidden Fates Opening. Das wird nochmal ein richtig großer Paukenschlag. Das wird das glorreiche Finale. Oh, das Holo, lol.
Okay, ich dachte schon, wieso gibt's das als Rare? Gibt's nicht. Es ist... geil. Ey, die erste Karte, die ich davon gezogen habe, Zapdos Holo, habe ich ultra gefühlt. Aber das ist jetzt einfach meine 25. Zapdos Holo. Ich leide. Okay. Pikachu. Oh. Pikachu de Glumanda. Shiny Full Art jetzt. Nee, nee. Shiny jetzt. Bitte. Oh noch, wie kann ich das so kaufen? Gott! Nein, die hatte ich noch nicht, 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 ich schwöre. Die ist geil. Oh, die ist heftig. Lolan, Vulnuna. Die hatte ich noch nicht. Ich sag doch, du kannst nicht alle haben. Digga, es sind 35 verschiedene. Es sind 35 verschiedene. Geile Karte. Guck, deswegen ist das Set sogar. Die Full Art Shinies sind einfach schön, Alter. Die sind einfach scheiße schön. Oh, der Zitteraal! Ach so, ja. Ja, ich hab wieder geboxt. Ich hab ja Boxer hier, die ganze Equipment. Das ist immer, das ist bei nach dem Boxen, aber es ist bei sehr vielen Leuten normal tatsächlich. Jetzt ist es die linke Hand, letztens war es die rechte. Naja. Serien und Filme, die neu dazukommen, was ich. Ach du Scheiße! Der achte Giovanni's Exile. Ja, okay, dann klingt's nicht mehr so geil. Aber ich lieb ihn. Ich hab mich gefreut, dass ich ihn gezogen hab. Ja, ich weiß. Mein erster hat mich ultra gefreut, aber. I see. Hatten wir hier eine Dings, eine Abstimmung, ob wir es heute ziehen oder nicht? Digga, so viele Glutexos und Glumandas, es kommt heute. Heute ist es soweit, heute ist der Tag. Ich freue mich. Bitte, bitte, bitte. Oh, abgerutscht. Oh, was? Zu nervös. Das ist Digga, Zapdos. Zweimal Zapdos Reverse Holo und zweimal Zapdos Holo? Und nochmal ein Pinsir? Pinsir ist aber trotzdem cool. 70% sagen nein. What the fuck? Mit heute erst die über 7000, aber die wirst du ja so oder so öffnen. Das heißt, das hast du bezahlt fürs Set. Ja. Punkt, Ende aus. Ja, hast recht. Komm schon. Oh, Ralz, hatte ich die schon in Shiny? Oh. gut. Bitte noch einen Hit. Ah, Digga! Hier hat sich gerade jemand aufgeregt, warum ich bei dem Zapdos keine Emotion habe. Oh, er zieht Zapdos Holo und zeigt keine Emotion. Leute, ich sitze hier seit 5 Minuten und mache auf. Zapdos Reverse Holo, Zapdos Reverse Holo, Zapdos Holo, Zapdos Holo, Zapdos Holo. Das ist eine geile Karte, die sieht gut aus. Ich feiere Zapdos extrem. Natürlich ist sie geil. Aber doch nicht, wenn du sie 50 Mal hast. Komm schon, komm schon. Ach, ich hab's so beliebt, ne? Ohne Witz, ich hab schon vor meinem inneren Auge der Shiny Glurak gesehen. Und es ist ein fucking Reverse Holo Paras. Giovanni ist ein geiler Typ. Giovanni ist ein geiler Typ. Leute, das ist vom Artwork eines der coolsten Karten, die kommen kann. Okay? Die finde ich mega geil. Problem bei der Karte ist nur, ich habe sie jetzt 9 Mal. Ich finde es geil, dass hier so viele Leute dabei sind, jetzt mittlerweile. Die wissen gar nicht, dass ich mit... Die wissen so die Basic-Sachen nicht. Die wissen nicht, dass ich aus Mobile Gaming kam. Die wissen nicht, dass ich 2 Jahre lang der Fortnite-Dude war. Das sind einfach so viele neue Leute. Das ist witzig. Das Max... steht für Maximilian Alexander Kurt Stemmler. Das ist mein ganzer Name. Bitte. Boah, geil. Even Shiny ist sick. Welche Farbe hat das? Grau? Mhm. Mäßig. Grau. Und ein Starmie GX. Machen wir noch was auf und dann gucken wir uns das an, was wir einschicken und was wohin. Mhm. Und dann sehen wir, wie teuer das wird. Boah, das wird eine Stange Geld kosten, Alter. Bei dir vor allem. Oh, sind ja überall Preise gerade hochgegangen, ne? Ja, ja. Komm schon. Froki, da haben wir gerade schon die Weiterentwicklung. Oh, was? Du sagst es gerade noch. Ja, ja. Ziehen wir eine Full Art, ist es Giovanni oder Jesse und James? Ach, Bills Analysis, Mann. Ich belief so sehr. Glumanda Reverse Holo und Glutexo Reverse Holo. Geil. Glurak Reverse Holo gibt's nicht, ne? Nein. Dann muss jetzt Glurak kommen. Da führt kein Weg drum rum. Oder nicht? Na, manchmal ist auch einfach weniger mehr. Bitte. Ach. Ah! Geil. Der 10. Giovanni. 10. Giovanni? Digga, ich hab so gefeiert, als ich die damals gezogen habe. Wie können so viele in einer Case sein? Wie krank ist das denn? Ach, das dreimal Giovanni, fuck, ich hab den doch schon immer gezogen. Ich kann endlich einfach andere Games zocken, das ist so geil. Bitte. Oh, da ist was. Oh. Was ist das denn? Hast du den noch nicht? Nee. Der ist cool, ich feier den, das ist ein Ultra-Bestie. Kabelbinder.
Kabelbinder, das ist einfach so Elektro. Einfach Kabel halt, ne? Ich finde, der sieht cool aus. Der ist zwar unbeliebt, aber ich finde, die Karte... Ja, wo hatten der Augen und alles? Gar nichts, das ist sein Kopf einfach. Du weißt, dass ich so welche Pokémon nicht feiere. Wenn ein Pokémon keine Augen hat, ist mir direkt schon unsympathisch. Was sagst du? Darf man das sagen? Ja, das darfst du sagen, ist okay. Ich meine, es sind Kabel. Du hast jetzt 3 Stück. Wie viele Tins hast du? Noch? 3, oder? Vorletzte Tin, dann ist die Case leer. Also unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, dass da jetzt noch eine Full Art Shiny drin ist. Schäfer, jetzt kommt das Gludak noch. Oh, natürlich ein Brecher. Komm schon. Ach komm. Ah, Mann. Das ist der Wert, der kommt halt niemals bei raus. Niemals. 2 Booster noch, dann ist die Case leer. Flacht der Pokémon-Hype jetzt ab? Hoffe ich, dass das ein bisschen weniger wieder Mainstream wird. Jeder Content-Creator hat aufgemacht. Jeden Tag, überall. Manche haben keinen Bock mehr. Aber die Core-Community, die gibt es ja schon seit 25 Jahren. Die wird auch nicht weggehen. Und die Core-Community ist jetzt gewachsen. Ich gehöre jetzt auch mit zur Core-Community. Ich werde warten, bis die Preise fallen und möchte mir einige Karten in PSA 9 und 10 kaufen. Aber ich warte, bis das weniger wird. Das wird extrem geil. Kebo? Yeah, der ist cool. Golem. Den habe ich auch, der ist süß. Muss ich sie dir abkaufen? Ach komm, alle Energiekarten heute schon. Ah, Mann! Die zählen nicht, die nehmen keinen Slot weg, keine Sorge. Ja, aber warum kommen die denn so oft? Die sind doch eigentlich total selten. Case leer, bam. Hab ich gesagt, im Schnitt. Wie viel waren es? 3, ne? 3. 3 Stück im Schnitt sind drin. Und dann ist jedes Mal die Chance 1 zu 35. Ach, so, das Leute, kann man kaum ausrechnen, ne? Es kommt die nächste Case. Gönn! Oh, süß. Das ist gegönnt. Regenbogen... was? Ich kann Pikachu nur mit Regenbogen sagen. Reverse Holo Pikachu. Und das andere Garados. Cool. Schön. Ja, komm schon bitte. Leute, nie gezogen und jetzt direkt als Shiny nochmal mit der Karte. Geil. Darf ich dir sehen, cooler aus, cool. Auch wenn er trotzdem noch ein bisschen weird ist. Ah, ich muss jetzt aber was ziehen, das geht nicht. Schon, dass meine Sprachnachricht angehört? Hast du eine Sprachnachricht geschickt? Du hast mir nur eine normale Nachricht geschickt, oder? Ey, ich habe beide Entwicklungen jetzt. Cool. Not bad. Hätte ich auch gern. Bitte? Das ist ein Witz, Mann. Da kommt noch. Ach Gott. Digga, das ist sick. Das sind alle Energiekarten, die ich heute gezogen habe. Reverse Holo, keine doppelt. Krank, oder? Ja, ist aber auch schön. Ja, aber was WTF? Wie unlogisch. Ja. Komm schon, bitte was Geiles. Jetzt aber. Oh, Zapdos Reverse. Und dein Zapdos. Oh. Schade. Junge, das kannst du nicht ausdenken. Pikachu into... Oh, der sieht süß aus. Der ist süß. Und shiny. Und den haben wir noch nicht. Geil. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Ich habe keinen Bock mehr. Nee, das ist doch echt doof. Ich will das Ding nur haben. Ich hätte mir das... Das ist doch schon wieder doof alles. Das kann doch nicht sein. Und mit einer 83%igen Wahrscheinlichkeit habe ich es noch nicht gezogen. Und das ärgert mich. Punkt, Ende, aus. Da wird nicht diskutiert. Ich akzeptiere die Pullrate, ich kenne die Pullrate, aber ich will auch das Lurak haben. Das ist zu teuer, das ist dumm. Ich will es aber auch nicht selber kaufen. Es muss einfach kommen. Es muss jetzt einfach kommen. Bitte. Kommt jetzt, da ist es. Ah, Jinx. Komm schon, Mann! Was denn? Mann! Ja, ist doch kacke. Das ist doch echt doof. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe jetzt letztens einen so was das kennengelernt, auch durchs Kaufen von den Displays. Der hat komm einfach... Oh, was? Holy shit! Nice. Shiny, ne? Ja, Shiny Lucario, Shiny Full Art GX, geil. Geile Karte. Schon? Ich glaube nicht, oder? Guck mal, das Gefühl, das ist ja das Geile an dem Set. Da gibt's echt coole dabei. Das ist einer der besten, Mann, Full Art Shinies. Ja, ich weiß. Der ist ultra nice. Ganz doll Rahmen in so einem geilen Restaurant, wo du drin sitzt und hinter dir ist dann so auf Kopfhöhe, so wie bei einer letzte Tinbox beginnt. Oh. Rahmen. Warum lachst du, Reapers? Ja, weil du einfach Chef Strobel sein Maul verbieten wolltest damit. Ja, du magst ja gerade auch die Tinbox aufgemacht. Der ist die ganze Zeit Rahmen-Animes. Ey, wenn das hier nicht drin ist, ist halt die Kotze am Dampfen, ne? Bitte.
Oh, da war der mit Dirati Weiterentwicklung bezogen, jetzt die Vorentwicklung. Aber 50% von dem, was hier Strobel schreibt, ist halt leider falsch. In Klammern bin Japaner, Zwinker-Smiley. Herr Strobel? Was habe ich geschrieben? Ich hab was gesagt. Aber was habe ich jetzt Falsches gesagt? Überlege ich. Herr Strobel, jetzt nicht dich mit dem über Twitter schreiten. Das war einfach nur ein kleiner Gag und weiter geht's. Nee, ich wollte nur fragen. Nee, also das ist jetzt auch schon. Jetzt gucken wir uns hier die Karten an. Full, ja, gesagt, und wir. Und Pumme, Raupi haben wir hier, nicht so gut. Evoli, Rettan, okay, Lumanda, das ist super. Und? Zu viel Delay. Weil er das geschrieben hat, dass er Japaner ist, hat jetzt ein Problem. Du hast jetzt 6 Anwälte am Hals. Und eine Gamescom-Schlägerei vor dir. Die Weiterentwicklung von Magneton. Boah, die ist aber echt Magneton in Shiny. Ich finde die gar nicht. Also, Magneton ist geiler. Aber ich finde es jetzt nicht blöd. Blades Last Stand. Ja, vorletzte Tinbox. Eines garantiert, ja. Oh, das ist sehr froh, das ist sie. Echt, ohne Witz, ich habe das Gefühl, das ist sie. Das ist sie, ja? Das muss es sein, Max. Die nächste, jetzt die kommt. Und dann ist es das, okay? Hey, warte mal, es ist eine Full Art Shiny ist hier noch drin. Ja. Und ich habe jetzt schon alle Full Art Shiny gezogen, gefühlt, die es gibt. Ich habe ein richtig gutes Gefühl gerade. Irgendwas sagt mir das. Oh, Mist. Egal. Ey, ich habe gerade übel Zug. Ich habe ja wohl noch das beste Gefühl. Ihr guckt alle von zu Hause zu, weil ich kann ihn spüren, dass er hier im Raum ist. Oh. Vielleicht sind das auch die 8 anderen Glutrax, die da neben mir sind. Nee, ich hatte da schon einen Unterschied. Boah, oh, geil. Alter. Hat's doch was schon. Shiny Dutexo. Ey, wir haben heute zweimal Reverse Holo Dutexo und einmal Shiny Glutexo und Reverse Holo Glumanda. Heute ist einfach Glurak-Time. Letzter Booster aus dieser Tinbox. Ach, Digga, Mann! Ja, alles gut. Oh Gott, nee, nicht gut. Das ist so. Jesse und James ist so nice, aber es ist auch so frustrierend, wenn du die Karte einfach jetzt schon zum 7. Mal ziehst. Es muss eine Shiny Full Art kommen noch, ja. In dieser. Es ist jetzt die letzte Tinbox, Leute. Du hast insgesamt nur 4, das ist echt. Was eine haben wir. Oh, das wäre so geil. Ey, das ist. Ich glaube, es ist hier drin und dann kommt das so spät im letzten Booster. Dann denken alle, es ist gescriptet und ich habe die wieder resealed und so ein Scheiß. Dann sagen alle, ich bin Betrüger. Alleine dafür würde ich es gerne ziehen. Nicht für meine Sammlung, sondern weil alle sagen, dass ich ein Betrüger bin. Pikachu. Oh, Glumanda und Pikachu. Gutes Ohm. Wir haben nur noch 2 Booster. Nur noch diesen Booster und diesen. Und da muss jetzt noch eine Shiny Full Art drin sein. Und wenn das Glurak ist, dann bin ich ein fucking Betrüger. Puh. Die ist geil. Hab ich auch, der ist cool. Die ist echt geil, lol. Die sieht ja übertrieben nice übel aus. Nice, die ist fühlig. Ja. Danke, dass du nichts gesagt hast, du bist ein geiler Typ. Das ist der 11. Giovanni. Leute, Giovanni ist ein geiler Typ. Der sieht geil aus. Das ist eine nice Karte. Geiles Artwork, geile Effekte. Es ist alles an dieser Karte ist geil. Alles an dieser Karte ist unendlich geil. Bis auf die Tatsache, dass ich die Karte jetzt 11-mal besitze. Letzter Booster. Hier muss eine Shiny Full Art drin sein. Wir hatten erst eine aus der ganzen Case. Oh Gott, Auge ist schon mal kein gutes Omen. 2 Stunden Delay, perfekt. Ich mute mich voll. Okay. Letzter Booster, Leute. Letzte Booster. Oh, Pikachu. Komm schon. Eine Full Art Shiny muss noch. Oh! Die schlechteste Case ever! Das ist mir nicht mal bewusst gewesen, dass es möglich ist, nur eine Shiny Full Art in der Case zu ziehen. Ich meine, die hat 700 Euro gekostet, Max. Für eine Shiny Full Art? Wow. Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus, Pech zu haben in den Openings.